Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial Benutzung des Portals eBook Central für NutzerInnen der TH Wildau. Um Zugriff auf die von der Hochschulbibliothek erworbenen Werke zu erhalten, starten Sie am besten über unsere Katalogsuchmaschine Wilbert. Sollten Sie zum Zeitpunkt der Recherche nicht an der TH Wildau und im Campus-Netzwerk eingeloggt sein, nutzen Sie bitte den VPN-Client. Eine Anleitung zur Installation erhalten Sie auf der Seite des Hochschulrechenzentrums. Den Link dazu finden Sie unter diesem Video. Geben Sie in die Suchleiste der Suchmaschine einen Suchbegriff, den Namen eines Autors, einer Autorin oder den Titel eines von Ihnen gesuchten Werkes ein. Im Beispiel verwenden wir den Begriff Marketing. Wählen Sie links bei den Filtern Bücher und E-Books und E-Books in Klammern E-Book Central. Ihnen werden nun die bei eBook Central verfügbaren Titel zu dem gewählten Thema angezeigt. Dies umfasst die Werke mehrerer Verlage. Auf der rechten Seite steht nun PDA und darunter Volltext. Klicken Sie auf Volltext. Sie werden nun auf die Seite von eBook Central weitergeleitet und aufgefordert, sich anzumelden. Geben Sie hierzu eine von Ihnen genutzte E-Mail-Adresse an und wählen Sie ein Passwort aus. Insofern Sie Mitarbeiterin oder Studentin an der TH Wildau sind, empfiehlt es sich, die von der TH Wildau vergebene Adresse zu benutzen. So ist es bei eventuellen Anschaffungsvorschlägen leichter ersichtlich, von wem die Anfrage gestellt wurde. Es ist aber auch jede andere Mailadresse möglich. Bei der Registrierung sowie bei der Nutzung entstehen keine Kosten für Sie. Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten nur in anonymisierter Form und zum Zweck der Kostenabrechnung zwischen Anbieter und Bibliothek erhoben nachdem sie sich mit ihren anmeldedaten eingeloggt haben werden sie auf das gesuchte werk weitergeleitet ebook central bietet verschiedene optionen für die ausleihe bei ausgewählten werken wie in diesem beispiel haben sie die möglichkeit nur fünf minuten online in das werk reinzulesen nach ablauf des lesezeitraums müssen sie bei der bibliothek anfragen um weiterhin damit zu arbeiten Hierbei können Sie wählen, ob Sie das gesamte Buch oder einzelne Kapitel benötigen und wie lange Sie damit arbeiten möchten. Bei der Ausleihe eines Gesamtwerks gelten verschiedene Ausleihoptionen. Sie haben die Möglichkeit, den Zugang zu dem Werk für einen Tag, sieben oder 14 Tage zu erhalten. Gegebenenfalls können Sie im Nachrichtenfeld darlegen, wozu Sie das Buch benötigen, beispielsweise eine Abschlussarbeit, Forschungsarbeit oder ähnliches. Voraussetzung für den Download des gesamten Titels ist die Installation des Adobe Digital Editions Reader. Dies ist der Fall, wenn die Ausleihe für einen begrenzten Zeitraum genehmigt wurde. Der Download und die Nutzung dieser Software sind kostenlos. Einen Link zum Download finden Sie ebenfalls unter dem Video. Die einzelnen Kapitel können als PDF-Datei dauerhaft gespeichert werden. Abseits des Zugangs auf Nachfrage ist es möglich, dass die Bibliothek den Zugriff auf ein E-Book direkt bereitstellen kann. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, das Werk bis zu einem Tag offline zu nutzen oder maximal 40% des Werkes als PDF herunterzuladen. Zusätzlich können Sie das Werk als Volltext einsehen. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Tutorial einen Überblick über die Nutzungsmöglichkeiten des eBook Central Portals bieten konnten. Sollten Sie noch Fragen zur Nutzung von eBook Central haben, wenden Sie sich bitte gerne persönlich, telefonisch oder per Mail an das Team der Hochschulbibliothek der TH Wildau.